Guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Outriders. Willkommen am Lagerfeuer. Heute wird eine sehr besinnliche Folge. Wir tanzen um das Lagerfeuer rundherum, weil wir nicht durchlaufen können. Ja, was tun wir heute? Wir gehen heute nach Trenchtown zurück und wir gucken mal in den Bunker, was da abgeht. Nimm mal bitte eine andere Waffe. Ja, die ist besser. Gut, ich will mal ganz kurz in mich gehen. Hier. Habe ich eigentlich letzte Folge alles gemacht? Ja. Sieht aufgeräumt aus. Ja, Area 51. Du bist aus einer Area 51. Na gut, wir fragen erstmal ihn das hier. Shannas Vision. Sind die real? Sie und ihre scheiß Visionen. Ich habe auch dauernd Visionen. Ich habe Visionen von Huren, die meinen Long John Silver lutschen. Aber es wird nie wahr. Shanna. Oh. Was ist denn lutschen für ein Wort? Er hat so komisch betont. Gut, da müssen wir hin. Hier ist noch eine Quest. Und hier können wir ganz viel abgeben. Und Schätze des Lebens und auch eine neue Mission. Ui. Okay, wir gehen mal nach Trenchtown. Da ist eine neue Mission aufgetaucht. So, hier regnet es mal wieder. Das Witzige ist, dass es diesmal draußen sogar nicht regnet. Also es regnet wirklich nur im Spiel. Wir geben erstmal alle unsere Quests ab. Ach nee, hier ist irgendwo, hier kann man irgendwas annehmen. Oder ganz oben. Wenn ich hier lang genug rumsitze. Ah, jetzt kommt auch gleich dieser Typ wieder. Auch mein Lieblingstyp. Warte mal, wo war der? Auf der anderen Seite. Hey, du bist doch verändert. Hier, der hier. Los, sag's. Achtung, tritt nicht in die Kotze. Oh, ich liebe ihn. Er ist der Beste aus dem ganzen Spiel. So, was machen wir? Gehen wir als erstes mal zu ihm hier, dass seine Wand mal ein bisschen voller wird. Und trink was. Die Belohnung holt sich dann eben jemand anderes. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Spaltzahn. Oh, ein neues Hütchen. Kirchers steigern deine Waffenstärke um 216. Verringert sich alle 10 Sekunden. Wenn du vom Pyromanten markierte Gegner mit einer Waffe tötest. Also hier würde man auch Heilung erhalten. Wahrscheinlich wäre die hier besser. Nimm dir mal den. Gar nicht mal schlecht. Ja, übelst. Wo ist er? Ist er denn? Der Spaltzahn. Das ist der Spaltzahn, oder? Oh, das fand ich ja total schön. Aber wir müssen, glaube ich, das hier nehmen, leider. Bei einer Ausweichrolle erhöht sich deine Rüstung 5 Sekunden lang. Gar nicht mal schlecht. Ja, na. Oh, da ist er. Oh, er hat doch noch so schöne Lichter drapiert. Ist es nicht? Herzallerliebst. Komm später wieder, ich hab nichts mehr für dich. Du weißt, wo du mich findest. Gut. Trotzdem so viel Leder bekommen. Hi. Odio, der braucht immer ein bisschen, bis er anfängt zu reden. Gesellen Sie sich zu mir? Es gibt etwas Geschäftliches zu bereden. Der erinnert mich total an irgendjemanden. Ich will nicht mehr an wen. Ziel neutralisiert.
Ein Menschenfresser halt mal seltsam. Okay, was wollen wir denn hier? Ist alles scheiße. Wahrscheinlich nicht scheiße, aber irgendwie schlechter. Was haben wir denn hier? Was brauchen wir denn? Lebensentzug. Heilung erhalten. Killschutz erhöhen, Lebensentzug. Killschutz stellen bei Verbündeten im Umkreis. Ich habe keine Verbündeten. Schüsse verlangsamen Effekt bei Gegner. Jagen Gebeine des Gegners in die Luft. Die Knochensplitter versuchen bei Gegnern im Umkreis. Das ist halt auch sehr schön. Ach, okay. Immer nehmen wir das hier. Immer ein Vergnügen. Die Hornisse. So, dann nehmen wir das hier. Heilung erhalten. Ja, wir nehmen die. Immer ein Vergnügen. Gut. Sehr schön. Willkommen in Trenchtown. Ja, genau. Ich würde gern hier oben ihn wieder, aber ich glaube, er sagt das nur einmal. Tritt nicht in die Kurze, sagt er nicht. Du hast Spaltzahn getötet, der Enklave ein Problem vom Hals geschafft und Noah kann sich über eine neue Trophäe an seiner Wand freuen. Yay. Du hast Moderauhauer getötet und so dafür gesorgt, dass der Verteidiger der Enklave in Frieden ruhen kann. Okay. Gut. The Grand, the Menschenfresser. Du hast den Menschenfresser getötet und in Futter für Monster verwandelt, die weniger schlimm sind als er. Das halte ich aber für ein Gerücht. The Hornisse. Du hast die Hornisse getötet und die Wettschuld endlich eingelöst, glaube ich. Stand da. Gut. Wir haben das alles gemacht. Jetzt gucken wir natürlich mal, was wir alles hier für komisches Zeug gekriegt haben. Diesen Hut müssen wir natürlich sofort aufsetzen. Das Beben ist sowieso scheiße. Okay. Gut, das ist auch nicht so schlimm. Das hier wollten wir ja anziehen. Hier haben wir nichts. Okay, das ist unsere gute Waffe. Ich würde die hier am liebsten klein machen. Weil die brauchen wir ja nicht. Die ist ja viel besser hier. Revolver, das ist halt ein Revolver. Und das ist eine Pistole. Gut, jetzt können wir aber endlich mal die hier kaputt machen. So, die kommt weg. Die können wir eigentlich auch wegmachen. So. So, okay. Dann gehen wir mal schnell, was ist denn hier? Kommen wir da runter irgendwie? Ach, der hat eine Quest für uns. Alle nutzen die alte Atta aus. Alle glauben, ich wäre dumm. Aber ich bin nicht dumm. Hallo, Atta. Wer ist da? Pablo, bist du das? Nein, ich bin nicht Pablo. Tut mir leid, Schatz. Ich bin Atta. Die Welt ist hart und der Tag grausam. Ach, diese ein paar Besucher haben mir neulich ziemlich zugesetzt. Ist dir kalt? Kann ich dir was anbieten? Nein, ich wollte nichts nur... Nichts da. Die Suppe ist schon auf dem Herd. Ich hol dir welche. Hoffentlich vergiftet sie uns nicht. Richtig gut. Hier, bitte sehr. Vorsicht mit den Knochen, Liebes. Suppe wärmt die Seele, doch ein Knochen kann dich töten.
Und ist das nicht typisch fürs ganze Leben? Jetzt habe ich Angst, dass er uns vergiftet hat. Okay, gut. Sie hat sich vergiftet. Diese Besucher. Was war mit denen? Ein junges Paar, Deserteure vom Krieg. Das junge Liebchen war schwanger. Ich konnte die zwei doch nicht frieren lassen. Ich versteckte sie vor den Behörden, ging Risiken ein. Und wie es immer heißt, die alte Atta ist viel zu gutmütig. Sie bestahlen mich, nahmen meinen Ring, den Anhänger, das Letzte, was mir von der Erde, von meinem Mann geblieben war. Sie soll nicht leiden. Ich will nur, was sie gestohlen haben. Dafür gebe ich alles, was ich besitze. Das ist kein Problem, wir bringen es um. Ich mag ihre Decke, die sieht aus wie eine richtige Decke. Warum nicht? Ich habe nichts Besseres vor. Nö, nur die Welt retten. Ach, Klausen. Wo sind wir überhaupt hin? Schätze des Lebens. Atta Goldstein, Goldstein. Vorsicht mit den Knochen, Schatz, ja. Eine exzentrische alte Dame jüdischer Herkunft. Sie ist zu einer ziemlich traffen Frau geworden, nachdem sie sich nun schon seit Jahren mit den Bewohnern von Trenchtown herumschlagen muss, besonders mit denen, die sie übervorteilen wollen. Doch unter der harten Schale scheint immer noch ein Kern von Güte zu stecken. Sie stammt ursprünglich aus Jerusalem, hat eine Ausbildung zur Gourmet-Köchin durchlaufen und verschiedene Kochbücher herausgebracht, die für ihre Küche nach Hausfrauenart berühmt waren, besonders in jenen unruhigen Zeiten auf der Erde. Sie war ein gefeierter Medienstar, trat in vielen Fernsehsendungen auf und wurde in einem öffentlichen Votum für einen Sitz auf der Flores ausgewählt. Doch das ist jetzt über ein halbes Jahr her und ihre Geschichte ist praktisch vergessen. Sie kocht immer noch, macht das Beste aus den paar mageren Zutaten und versucht das Leben für die jämmerlichen, hungernden Massen um sie herum ein wenig angenehmer zu gestalten. Ach, über ein halbes Leben ist das hier. Ja, ich würde schon sagen, ein halbes Jahr, das geht ja gar nicht. Okay, gut, dann gucken wir mal, wo die sind. Ich gucke mal ganz kurz auf die Weltkarte oder auf die Karte. Ja, ne? Durchsuche das Diebesversteck in Trenchtown. Okay, wo ist denn das Diebesversteck? Achte auf Geräusche am Himmel. Woher hast du die Brille? Pass bloß auf, ja? Hier, ach, hier ist es. Was für ein offensichtliches Diebesversteck. Liebe Jessica, ich habe schlichte Nachrichten, Schwesterherz. Atta, die alte Hexe, weiß von uns. Hier gibt es keinen sicheren Ort mehr. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu fliehen, während wir uns einen neuen Plan ausdenken. Wir werden gleich jemanden treffen, der uns den Weg durch den Wald zeigen kann. Das ist unsere einzige Chance. Gabe, ist es sicher, dass Corrigans Leute die Rebellen nicht mehr lange aufhalten können. Er meint, dass wir hier weg müssen, bevor es zu spät ist. Wenn dich jemand fragt, wo wir sind, sag ihnen, du hast nichts von uns gehört. Ich melde mich bei dir, sobald wir uns irgendwo niedergelassen haben. Drück uns die Daumen. Alles Liebe, Daisy. Okay, sind die jetzt etwa im Wald und wir müssen in den Wald zurück. Suche nach dem Pärchen. Wir müssen wahrscheinlich wieder in den Wald zurück. Wo ist jetzt der Hedima? Nein. Da. Hallo. Wir müssen kurz reden. Und zwar das hier. Da wollte ich drüber reden mit dir. Lebensentzug. Bräuchten wir ja. Lebensentzug machen wir da jetzt rein. Machen erstmal das hier schnell. Froh, dass es
So, Lebensentzug, 25% erhöht. Was ist denn Lebensentzug? Hier könnte ich es halt direkt erstmal verbrennen. Ja, bisher hilft es mir ja noch. Oder das hier. Die Reichweite um 100%. Gut, was hat man noch? Das kann man schon mal klein machen. Den Hut hat man noch. Was hat man beim Hut? Brandbombe 1508. Machen wir erstmal das hier schnell. So, und jetzt machen wir mal den Phaserstrahl weg und machen da das mit der Brandbombe. 1508 bitte. Wohl. Hier. Okay, dann machen wir das immer klein. So. Hier hat man ja alles, oder? Wir könnten uns sogar den Stufenaufstieg leisten. War das falsch? Hätte ich das vielleicht nicht tun dürfen. So. Sechsundzwanzig. Okay, sehr schön. Gut, zeige die Mann. Wir reisen jetzt erstmal mit Ibsen hier. Wo ist denn Ibsen? Hier. So, wir müssen ein Diebespärchen finden und müssen sie leider töten. Wo ist denn das Diebespärchen? Hier? In der Festung? In der Festung? Gab's ja wohl nicht. Diese Stinker. Ach, die sind bestimmt jetzt in dem anderen Gebiet da, was wir noch nicht erkundet haben, wo ich wahrscheinlich aus Versehen reingerannt bin. So, dann rennen wir mal zu unserer Flagge. Wir müssen ins Holzfällerlager. Also reisen wir wahrscheinlich erstmal... Woher war das? Ja, wir reisen mal hier hin, oder? Aber in dem Abschnitt war ich doch schon. Hä? Ach, das ist näher. Ach, wir sollen im Wald nach dem Pärchen suchen. Hey. Ach so, zum Untersuchen halten. Gabriels Brief. Dad. Das ist der Typ, den ich gesucht habe. Du wirst Seine diesen Brief vermuten. Kann nicht weit sein. Vermutlich nie erhalten, aber ich muss es jemandem erzählen. Ich glaube, unser Glück wendet sich zum Besseren. Daisy und ich sind fluchtartig bei Atta ausgezogen, weil wir den Verdacht hatten, dass sie uns bei Corrigan als Deserteure angeschwärzt hat. Als wir Richtung Wald aufgebrochen sind, hatte ich nur noch
Die Kleidung, die ich am Leib trug und den wunderschönen Anhänger, den Mutter immer getragen hat. Nie würde ich zulassen, dass er anderen in die Hände fällt. Nach einer Weile kamen wir im Wald an. Es ist ganz schön gruselig hier und Daisy und ich wären in der ersten Nacht an der Krankheit gestorben, wenn uns Dr. Skirlek-Leute nicht gefunden hätten. Wir wurden zu seinem Lager gebracht und er gab uns das Heilmittel. Daisy geht es schon viel besser, aber sie kann sich einfach nicht entspannen. Ihrer Meinung nach ist das alles zu schön, um wahr zu sein. Ich versuche immer, ihr zu erklären, dass wir schon so lange von Pech verfolgt sind, dass wir uns jetzt, wo sie schwanger ist, keinen besseren Ort hätten wünschen können. Sie erkennt einfach nicht, dass uns unsere Pechsträhne vorbei ist. Wir können noch glücklich werden, ganz sicher. Alles Liebe, Gabriel. Hä, wer lügt denn jetzt bitte? Lügen jetzt die oder lügen die anderen? Toll, jetzt kann ich wieder nicht weg. Toll. Jetzt geht wieder meine Weltstufe nach unten. Ist die wenigstens hier irgendwo? Hätte ich hinfliegen können. Naja. Dann müssen wir das eben halt hier machen. Oi. Sag mal, hört ihr mal hier hinten auf, bitte? Voll ungeil, was ihr macht. Und das mit dir? So, Ende. Ende Gelände. Ja, auch noch, oder was? Ui. Bis dahin geht's nicht, verdammt. Ey, du gehst mir voll auf den Sack. Die gehen mir alle voll auf die Nerven. Was soll denn das hier? Die wollen mich doch alle verarschen. Ich mach's weiter. Mann, ey, wegen euch muss ich jetzt nach der Deckung raus. Das ist voll scheiße. Ja, jetzt wird es auch noch verstickelt oder was? Och, sterb doch endlich alle. Da hinten ist auch noch einer. Komm raus. Voll. Stirbt der jetzt? Okay, der stirbt auf jeden Fall. Der lebt noch. Der ist ein anderer. Hallo. Komm, ich kann mich nicht entscheiden, wie ich jetzt erst abschießen soll. Meister aus der Deckung, ja, bitte. Geh mal aus der Deckung raus. Okay, der Abschnitt ist leider noch nicht fertig. Einfach tot. Und Rücken schießen ist irgendwie scheiße, oder? Das ist voll gemein. Da ist einer. Ah. So. Da noch einer.
Aber wir wollten ja einfach nicht sterben. Immer die Leute, die sich hier irgendwie... was Besseres fühlen, weil sie nicht sofort sterben wollen. Hallo, ich bin jetzt hier. Kommt bitte aus dieser Tür da raus. Ich weiß, dass ihr gleich rauskommt. Ha! Hab ich doch. Wir rennen erstmal ein Stückchen weiter weg. Damit wir den für uns haben. Ende Gelände. So, die warten ja schon hier auf mich. Die wollen ja schon unbedingt. Ich treffe sie nur nicht. So. Maske des Sturmtypis. Ihr seid alle tot. Ich bin ja viel zu stark für euch. Was ist hier los? Guten Tag. Kontrolle, würde ich mal meinen. Kontrolle. So. Gab es hier oben auch was? Ich glaube nicht. Ja, hier oben gab es nichts. Das ist sehr schade. Immer noch. Habe ich mir verdient. Was, dass du hier rein darfst? Ah, das hast du dir verdient, dass du da rein darfst. So, finde Daisy. Daisy ist wahrscheinlich hier tot. Ach, die liegt bei dem Zelt da hinten. Ich habe mich auch schon immer gewundert, was da los ist. War hier nicht ein Zelt? Sag mal, wo müssen wir denn hin? Ach, die liegt hier vorne irgendwo. Hä? Die liegt doch hier gar nicht. Ach, Kacke. Ja. Boah, wie er gehüpft ist. Oh, den habe ich ganz vergessen hier. Den habe ich ja ganz vergessen hier. Oh ja, sehr schön. Was ist das jetzt hier? Doch, da ist die Daisy. Wir mussten tatsächlich hier hin. Da ist die Daisy. Ach, und jetzt sind wir doch hier, wo ich vorhin hingerannt bin, wo aber nichts war. Ja, aber wir müssen wahrscheinlich noch in den verfluchten Sumpf dann da rein. Ja, wahrscheinlich lief die dann da unten. So. Ein bisschen tot, würde ich sagen. Hat die jetzt auch einen Brief geschrieben? Das Mädchen ist in den Wald gerannt.
Aha. Nachricht von einem Kämpfer Kangs. Hey Lopez, Doc Skurlock wird in einer Stunde da sein, um sich wen zu holen, den er anzapfen kann. Ich werde ihm die beiden Entlaufenen geben. Vielleicht erkauft uns allen das einen Monat Sicherheit vor der Lotterie. Der verdammte Bursche muss uns gefolgt und irgendwie in die Festung gekommen sein. Dann hat er den Kampf angezettelt und ist hops gegangen. Und das alles nur, weil er seine Freundin retten wollte. Echt Pech, dass sie ausgewählt wurde. Aber hey, so ist das halt mit dem Zufall. Skurlock braucht nur eine Leiche. Nicht? Hätte ja auch der Freund sein können statt ihr. Aber jetzt ist sie weg und in den Wald gerannt. Und weil wir nicht zulassen können, dass sie zurückkommt und allen vom Lager der Wahrheit die Wahrheit erzählt, muss ich sie jetzt finden. Dumm für sie. Wäre sie einfach zurück zum Lager gegangen und hätte den Mund gehalten, dann hätte sie noch ein bisschen länger gelebt. Aber so ist es halt. Egal, halt mir den Rücken frei und sorg dafür, dass Kang nicht rauskriegt, dass sie entwischt ist. Dafür kriegst du einen Teil vom Schmuck, den der Typ dabei hatte. Sieht ziemlich wertvoll aus. Jetzt ist sie halt in den Wald gerannt. Nur da runter, oder was? Okay, wir gehen gleich da runter. Ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas Cooles dabei haben. Nee, haben wir natürlich nicht. Nope. Das mit diesem Markieren, das funktioniert auch manchmal nicht. Okay, gut. Finde Daisy. Ist das ein großes Gebiet? Ist sie vielleicht eine Veränderer? Gut, das ist ein großes Gebiet. Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal hier einen Cut, oder? Mal zur Feier des cuttigen Tages. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge knöpfen wir uns mal die Daisy vor, die gute Daisy. Und dann machen wir natürlich nochmal einen Ausflug zum Outriders-Bunker. Da wollte ich ja schon die ganze Zeit hin. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen hoffentlich. Tschüss!